Heute haben wir Mitte April und ich habe ihr versprochen, nochmal zum Herbstgespann zu gehen. Und zwar, wenn die Pflanze noch im frühen Stadium ist, dass man sie auch da erkennt, weil die Blätter sehen da ganz anders aus, als wenn sie dann hochgewachsen ist. Dann sind die Blätter eher länglich spitz. Und jetzt wollte ich die einfach mal zeigen, wie die wächst. Dass man das sieht, auf den Blattachsen wachsen immer noch Blätter hervor. Der Stängel ist vierkant und behaart und die ganze Pflanze fühlt sich richtig weich, flaumig an. Die Blätter, die möchte ich gar nicht beschreiben, die schauen so typisch aus, dass ich jetzt einfach mal in die Kamera halte. Also für mich auch auffällig die Rückseite, dass es eine sehr starke, die Blattnerven, die kann man sehr stark sehen, die sind sehr markant. Und die Pflanze hat wechselgegenständige Blätter, also eine kreuzgegenständige, das heißt immer zwei gegenüberliegend paarige Blätter am Blattstiel, aus denen aus der Blattachse dann auch wieder kleine Blättchen zu sehen sind. Und in der nächsten Etage sind sie dann kreuzgegenständig, auch wieder paarig gegenüberstehend. Und dann möchte ich euch die Botschaft vom Herzgespann noch vorlesen. Und zwar ist es diesmal aus dem Buch Spirituelle Pflanzenheilkunde. Ich biete dir an, wenn man mich genauer betrachtet, sieht man, dass ich von einem Rhythmus durchzogen bin. Nicht nur die kreuzgegenständige Anordnung ist rhythmisch, sondern auch die Blattform selbst ist sogar sorgfältig ausgebildet. Ich gebe dem Rhythmus vor, wenn euer Herz aus dem Takt ist. Mein Name ist sozusagen Programm. Ich biete meine Kräfte für das nervöse Herz an. Und wenn euch das Leben wie ein Krampf vorkommt, früher bedeutete das Wort Gespann nämlich Krampf. In der Volksheilkunde hat man das Kraut früher unterstützend bei nervösen Herzbeschwerden und starken Herzklopfen genommen. Man hat es zum Beispiel in Wein eingelegt und es war auch für melancholische Zustände, sorgte für ein fröhlicheres Gemüt.